Der erste EA Sports Cup hat seine Sieger gefunden und damit stehen auch die ersten Teilnehmer für die Weltmeisterschaften fest. Das Turnier war eine Art Fastpass für die Teilnahme am FIFA eClub World Cup, um die auch viele deutsche Teams gerungen haben. RB Leipzig, bestehend aus dem amtierenden Weltmeister Umut und seinem Teamkollegen Anders, wurden als Mitfavoriten gehandelt. Doch im Viertelfinale musste das Team eine bittere 8:1 Niederlage gegen Fnatic einstecken. Für Dullenmike und Musti aus dem Team Focus war das Viertelfinale knapper, doch auch sie mussten sich geschlagen geben. In der Gesamtwertung reichte es nur für ein 3:4 gegen TG NiP. Im Halbfinale bezwang Fnatic die Gegner Complexity Gaming im Hinspiel scheinbar mühelos mit 3:0. Das Rückspiel ging mit 1:0 für Complexity zu Ende. Das reichte Fnatic jedoch, um ins Finale einzuziehen. Damit war ihnen auch ein Ticket für den Club World Cup sicher. TG NiP und das Team Footwiz kämpften vehement um das zweite und letzte Ticket. Footwiz gewann das Hinspiel knapp mit 1:0. Im Rückspiel glich TG NiP das Ergebnis aus. Es folgte ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen, in dem TG NiP erst zu unterliegen schien. Langsam pirschte sich TG NiP wieder heran und schaffte erneut Gleichstand. Der Druck lag nun bei Footwiz. Die rechte Ecke sollte es sein, doch TG NiP hatte richtig spekuliert. Unter Jubel zogen sie ins Finale ein und sicherten sich das zweite Ticket für den Club World Cup. Den Aufwind des Halbfinals nutzte TG NiP und setzte sich souverän im Finale gegen Fnatic durch. Im Gesamtergebnis erzielten sie ein 5:1 und gewannen den EA Sports Cup. Damit einher gingen 50.000 US-Dollar Preisgeld. Für Fnatic als Zweitplatzierte waren es 35.000 US-Dollar. Beide Teams werden wir beim FIFA eClub World Cup im Sommer wiedersehen. Für die deutschen Teams geht es im Februar weiter. Die Qualifikationsrunden der Global Club Series bieten erneut die Chance, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.